in mein genaues Gewicht werde ich, glaube ich, nicht preisgeben. Fakt Nummer 6, ich habe damals, ich war 1,73 groß und habe zu meinen Höchstzeiten so 79, 80 Kilo gewogen, Mann. Ich war schon ein fettes Stück Scheiße. Ach so, wir können auch das 20-Fakten-Ding zu Ende gucken. Was bei eBay bestellt und das machen wir jetzt auch. Ein absolutes Display. So, Fakt Nummer 5 ist, dass ich einen ziemlich abgekrüppelten Finger habe. Das ist der Ringfinger. Ja. Der ist das. Mittlerweile geht's aber. Ja, wobei, ist schon ein bisschen schief. Die Geschichte kann ich jetzt vorwegnehmen. Da bin ich mit einem Kollegen zusammengerasselt beim Flag Football in der Schule. Und ich war ein unsportliches Stück Scheiße und mein Finger hat gesagt, fick dich. Auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob es man sehen kann. Ja, das sieht man sehr deutlich. Das ist der Finger. Hier, sieht man das? Ist krass, wie schief der ist, ne? Der ist oben an dieser Kuppe relativ... Da, sieht man das? Guck mal, wie der so noch zur Seite geht. Krumm, ja, hier sieht man ziemlich deutlich, dass der verkrüppelt ist. Denn wir haben im Schulsport Flag Football gespielt und da muss man ja diese Flaggen rausziehen und ich bin dann am... der Körper eines Mitmenschen hängen geblieben, beziehungsweise dieses Stück. Wie nett habe ich mich ausgedrückt, Alter. Ich bin am Arsch eines Kollegen hängen geblieben. Ich wollte ihm so die Flagge rausziehen und der ist weitergelaufen und hat mit seinem Arsch meinen Finger mitgenommen. Oder seinen Oberschenkel oder was. Auf jeden Fall geiler Bereich, Christian. Grüße gehen raus. Von meinem Finger und jetzt ist der okay. Jetzt ist er. LOL, Alter, okay, damals war es noch extremer. LOL. Lol, okay, so schlimm ist es aber nicht mehr, oder? Lol, damals war es definitiv extremer. Guckt euch das mal an. Das ist nicht mehr so extrem. Doch, ist es. Ja, okay, nicht ganz so schlimm. Damals war es extremer, Alter. Das ist immer noch ein bisschen schief, der hier. Aber... Alter, okay, hier ist es schon krass. LOL. Oben ziemlich krumm und seitdem zitter ich auch mit der rechten Hand. Ziemlich heftig. Fakt Nummer 6 ist, dass... Na, geht. ...ich neben FIFA noch viele andere Spiele spiele. Ihr seht ja auf diesem Kanal die ganze Zeit nur FIFA. Aber, ehrlich gesagt, spiele ich noch sehr gerne nebenbei Call of Duty, Battlefield, Minecraft. Ich habe eine sehr lange Zeit The Last of Us durchgesuchtet. Boah, ich spiele mittlerweile wirklich, ich spiele außer FIFA fast gar nichts mehr, ne? Ich spiele nur noch Fortnite und PUBG, Mann. Far Cry lege ich auch immer mal wieder rein und letztendlich habe ich mir jetzt letztens noch Dying Light geholt und mein Spielegeschmack ist eigentlich sehr breit gefächert, aber es kommt ja hier nur FIFA zu sehen, ist aber für mich kein Problem, denn FIFA bleibt und ist mein absolutes Lieblingsspiel. Fakt Nummer 7. Ich bin ein ziemlich ehrlicher Mensch, würde ich sagen. Ich gebe sehr offenkundig meine Meinung eigentlich preis. Manche Leute kommen damit gut klar, manche auch nicht, was man hin und wieder mal merkt, aber ich mag das irgendwie nicht, wenn man ja, seinem Gegenüber irgendeine Szene vorspielt. Von daher bin ich eigentlich relativ ehrlich. Sag aber mal Real Rap. Ich finde, das ist das Wichtigste, was... Also, um jetzt mal, wenn ich heute ein 20-Fakten-Video machen würde... das ist mir an Menschen somit das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft, um mit mir gut klarzukommen, ist Ehrlichkeit. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn man mir irgendwas vorgaukelt. Jetzt nicht mal so ein auf extrem, aber dieses, wenn man nicht gerade seine Meinung raussagen kann. So, ihr kennt alle diese Freunde, wo du sagst, yo, hast du heute Abend Bock, das und das zu machen? Und dann kommt sowas wie, ja, muss ich mal gucken, ja, ich weiß nicht, und dann hat irgendeine Oma oder so Geburtstag. Oder... kann doch auf mysteriöse Weise nicht. So, da kann ich nichts mit anfangen. Dieses gespielte, nee, ich habe eigentlich nicht so Lust. Dann bitte direkt, nee, Mann, heute passt mir nicht, ich habe keinen Bock. Kann ich viel mehr mit anfangen, dann bin ich auch nicht sauer. Aber dieses Geschwafel, Alter, hasse ich, Mann. Hasse ich wie die Pest. Fakt Nummer 8. Ich bin zwar ein sehr offener Mensch, aber teilweise bin ich auch ziemlich schüchtern. Vor allem, wenn es mit Leuten unterwegs geht, die ich nicht so kenne oder nicht so gut kenne, bin ich am Anfang ziemlich schüchtern. Wenn man so ins Gespräch kommt, halte ich mich am Anfang meistens eigentlich zurück und lasse die anderen... Also, schüchtern bin ich definitiv nicht. Nur ich halte mich zurück so. Also ich bin der Letzte, der sich irgendwo so in den Mittelpunkt drängt so.
Wisst ihr, was ich meine? So, ich höre mir dann einfach erstmal so, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne oder so, dann setze ich mich dazu und höre mir erstmal so an, was die zu erzählen haben, um erstmal abzuchecken, was das für Leute sind. Ja. Dann mal so ein bisschen, das ist. Wo sind die Bücher hin? Die stehen jetzt da in einem Schrank. Ich habe ja umgestellt. Wie so ein Abtasten bei den Hunden. Man guckt erstmal. Allgemein auch vor jemandem reden und hinterm Rücken. Der ist scheiße und vor allem auf cool, so voll komisch. Ja, also, so ein bisschen Lästerei gibt's ja immer. So, das ist einfach so. Würde ich mich auch nicht rausnehmen. So, was ich aber nicht mag, ist, wenn sowas wirklich was Begründetes einen stört. So, wenn ich sage, bla bla bla, das geht mir bei einem Kollegen auf den Sack, das geht mir bei einer Perle auf den Sack, keine Ahnung. So, dann muss man das einem sagen. Vor allem, wenn man gut mit jemandem befreundet ist, dann muss man sowas ansprechen. Dafür sind gute Freunde da. So, keine Ahnung. Ey, ich kann damit so gar nichts anfangen. Ich habe zum Beispiel, also ich habe zum Glück auch überhaupt nicht so einen Freundeskreis. Aber früher halt mal ein paar Leute durch die Schule so gehabt, so, weißt du, um das beste Beispiel damals zu nehmen, die dir dann vorne rum gesagt haben, ja, ich finde das voll cool, was du da mit YouTube machst, und hinten rum, ey, hast du gesehen, Alter, was lädt der da für eine Scheiße hoch? So, das ist jetzt so bei mir das treffendste Beispiel, so, what the fuck, Mann? Was ist das? Mal so, ja, was sind das so für Leute? Und dann am Ende komme ich aber meistens ganz gut raus. Und ja, Fakt Nummer 9. Obwohl ich, wie es für euch wahrscheinlich aussieht, den ganzen Tag vor dem PC sitze, was nicht unbedingt stimmen muss, bin ich eigentlich ein Naturmensch. Ich gehe sehr gerne mit meinem Hund raus und laufe auch gerne einfach mal hier bei uns ja, durch die Natur, weil es mir Bock Ey, macht. ohne Scheiß. Ich finde, es gibt nichts Geileres. Also was heißt nichts Geileres, aber ich finde es ultra cool oder ultra entspannt, abends einfach, wenn nachts ist und keiner draußen ist, mal so eine Runde um den Block zu gehen, um den Kopf frei zu bekommen. Oder mittlerweile auch einfach mit dem Auto eine Runde zu drehen. Das ist ultra sick, Mann. Also da kriege ich, das ist so, da bringe ich mich so selbst ein bisschen runter, so. Das finde ich übelst entspannt. Bisschen Musik zu hören und dann da Oder halt durchzulaufen, Musik ist hören, nicht ja. schlecht. Also geht an die frische Luft, Jungs, denn das ist auch eine schöne Sache. Fakt Nummer 10, das ist jetzt schon die Hälfte. Wow, ich hätte den Mathe-Leistungskurs an meiner Schule nehmen sollen, aber egal. Boah, ich war so Ich habe auf unlustig. jeden Fall den Drang zur Perfektion. Ja, Mann. Oh, es ist Man so erkennt es jetzt also schlimm. Oh, als. es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Oh, ich bin manchmal so ein kleiner perfektionistischer Bastard, ne? Es ist so schlimm, Alter. Es ist so schlimm. Putzfummel würde ich es nicht sehen. Aber irgendwie, keine Ahnung, müssen meine Monitore immer gleich stehen, die müssen Ja. genau nebeneinander stehen, Ja. mein Schreibtisch muss aufgeräumt sein, Ja. hinten da, ihr seht es auch, mein Regal muss dekoriert sein, wenn da irgendwas umfällt oder nicht an seinem Platz steht, muss ich Kleine das Tine sofort Witter ist ändern, da. keine Ahnung, meine Poster müssen gerade hängen. Irgendwie hasse ich das, wenn da sowas, also hasse ich das, wenn das Potenzial irgendwie nicht voll ausgeschöpft wird. Das heißt, wenn ein Poster gerade hängen kann, dann will ich das doch auch gerade hängen haben. Ja. Ne, wenn Ich hasse das, wenn irgendwie ein Poster schief hängt. Diese Stunden vom Stream sind unterhaltsamer und besser als alle Spiele und was auch immer. Finde es einfach nur gut, wie du real mit uns redest. Ja, mir macht sowas auch richtig Spaß, Sebastian. Ich feiere sowas einfach. Also, mir macht Spaß, so ein bisschen mit der Community zu talken, so. Keine Ahnung, feiere ich mega. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von daher hasse ich das auch, wenn der Finn bei mir pennt. Denn der schiebt immer so an dem Monitor rum und dann steht er immer so richtig krumm und schief. Ja, Mann. Immer wenn Finn bei mir pennt, sieht mein Zimmer danach aus, als wäre hier eine Bombe eingeschlagen. Richtig schlimm. Das regt mich hier auf. Fakt Nummer 11. Ein relativ negativer Fakt. Und zwar bin ich ein ziemlich, ziemlich schlechter Verlierer. Oh ja. Egal, was es ist, ich hasse es zu verlieren. Oh Und ja. ja, ich versuche das dann meistens so ein bisschen zu überspielen. Aber in FIFA, wenn ich gegen Freunde spiele oder so, ich mag es einfach nicht zu verlieren. Sei es beim, keine Ahnung, beim Parkourlaufen, was ich überhaupt nicht kann im Schulsport, hasse ich es trotzdem dann zu verlieren, auch wenn ich mich noch nie vorher damit auseinandergesetzt habe. Irgendwie mag Ja, ich das Mann. überhaupt nicht, keine Ahnung, früher. Ey, ich bin der räudigste Scheißverlierer, den es gibt, Mann. Holy shit, ich muss mich jedes Mal so zusammenreißen, wenn ich irgendwo drin verliere, ne? Bei Monopoly spielen schon immer die Figuren über den Tisch geworfen mit der Familie. Aber keine Ahnung, irgendwie hasse ich es zu verlieren. Fakt Nummer 12. Momentan ist die erfolgreichste Phase, die ich auf YouTube je erlebt habe. Meine Videos machen die meisten Klicks und ich
verdiene auch das meiste Cash. Trotzdem habe ich immer noch alles 100% self-made und lasse... Cash Brother is da! Cash Brother is da! Ching, ching! Meine Videos nicht von irgendjemandem cutten oder... machen. Ach, der Punkt wurde mir mal vorgeworfen. Also... Ah, da gibt's mal eine relativ, also da gab's mal einen relativ interessanten Kommentar, als ich erzählt habe, dass ich lasse jetzt meistens die Videos am Wochenende lasse ich meistens schneiden. Also das von heute? Ja, das von heute war zum Beispiel, auch geschnitten, das gegen Benji. Da habe ich zum Beispiel gesagt, dass ich es nicht mag, wenn jemand an meinen Sachen rumfummelt. Das Gute ist halt mittlerweile, ich habe einen Cutter gefunden, der wirklich, also ihr könnt es ja mal reinschreiben jetzt in den Stream-Chat, merkt ihr einen Unterschied, ob ich ein Video selber geschnitten habe oder ob ich ein Video nicht selber geschnitten habe oder merkt ihr einen krassen Unterschied? Ich finde, das ist mittlerweile echt richtig, richtig gut gelöst worden. Da gab es anfangs ein paar Probleme und ab und zu immer noch, weil der Brasco halt nicht der krasseste FIFA-Zocker ist, aber der hat wirklich, ich habe da so mit dem gehasselt, dass der so ungefähr meinen Schneidestil adaptiert, das ist wirklich, ich bin da ultra zufrieden mit. Der kriegt auch von mir echt gut Cash, dass er das macht. Aber ja, warum lasse ich mir die Videos mittlerweile schneiden, um mich da einmal kurz für zu rechtfertigen? Einfach aus dem Grund, weil ich früher immer das Problem hatte, nee, merkt man gar nicht, nee, nicht mehr, kein Unterschied, ein bisschen, nö, nicht wirklich, okay, fresh, nice. Für mich ist einfach wichtig, was ich eine Zeit lang hatte, ich bin immer sehr abgefuckt in die Streams reingegangen. So immer sehr müde, immer richtig kaputt, richtig schlecht gelaunt, immer gestresst. So, und das habe ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich streame immer Donnerstag, Freitag, Sonntag im Normalfall, ne? Und das Problem ist dann, ich stream Donnerstag, alles gut. Dann streame ich Freitagabend und musste dann meistens Freitag nach dem Stream noch das Video für Samstag fertig machen. Oder zum Beispiel, was, ja, oder halt... Ich habe Sonntag lange gestreamt und musste dann nach dem Stream noch das Video für Montag fertig machen. Ich hatte halt einfach eine scheiß Arbeitsaufteilung, weil ich bin halt 19, so, ich war mit, also, keine Ahnung, mit 19 halt selbstständig ein Unternehmen in dem Sinne zu führen, was halt der YouTube-Kanal nun mal einfach ist, so. Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich verdiene damit nicht viel Geld, ist halt einfach so. No abgehoben, aber somit, man verdient schon nicht schlecht, ne? Und das Problem ist, mich hat es einfach irgendwann genervt, dass ich abgefuckt in Videos und in Streams reingegangen bin, weil ich so gefühlt 24/7 gestresst war. Und das habe ich halt durch den Cutter gelöst. So, ich war jetzt zum Beispiel gestern Abend mit meinen Jungs draußen, ich war Freitagabend auf einem Geburtstag und habe trotzdem meine Videos rausbekommen. Das ist einfach für mich die perfekte Lösung, die es gibt. Ich kann immer noch das Gleiche an Videos anbieten, ne? Also ich mache nicht weniger, also es kommt nicht weniger. Aber ich habe ein bisschen mehr Entlastung, deshalb kann ich mal easy Sonntag 9 Stunden streamen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, oh fuck, Alter, nee, ich muss eigentlich früher ausmachen, damit ich das Video noch geschnitten bekomme. Wisst ihr? Das ist für mich die absolut perfekteste Lösung, die es gibt. Weil ihr bekommt genauso viel wie früher, aber ich bin einfach viel, 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 viel zufriedener mit meinem eigenen Stuff und ich bin viel, viel glücklicher mit dem, was ich mache. Weil hätte ich keinen Cutter, und wäre meine Zeitplanung immer noch so scheiße, dass ich den Stream instant nach dem 37.3 ausgemacht hätte. You know? Und deshalb bin ich, was das angeht, momentan ultra krass zufrieden. Also es macht ultra Laune. Ich mir irgendwo fremde Intros oder so, sondern ich bin 100% selfmade. Und ja, und so Intros und so, ich lasse mir natürlich auch ein Overlay und so machen, einfach weil ich es nicht besser kann. So, ich würde ein GIMP-Overlay dahin machen, das wird dann halt aussehen wie meine ersten Overlays, ne? Also komplett scheiße. So soll das Ganze auch bleiben, denn... irgendwie mag ich das nicht, wenn jemand an meinen Sachen rumfummelt, vor allem an meinen Videos. Mag ich irgendwie nicht, keine Ahnung, das muss alles irgendwie von mir kommen. Fakt Nummer 13, ich gucke sehr viele YouTuber, trotzdem bin ich im amerikanischen Bereich mittlerweile eher weniger unterwegs oder im Englischen. Ich mag die ganzen großen englischen YouTuber irgendwie nicht so sehr, die sind ab und zu mal witzig, aber mittlerweile, finde ich, merkt man, dass 90 oder wenn nicht sogar mehr Prozent davon gestellt sind und das finde ich irgendwie richtig, richtig kacke. Fakt Nummer 14, Das war die Zeit, wo Road to Show und KSI im FIFA so richtig krass groß geworden sind. Und du hast halt gemerkt, dass jedes Video so ultra heftig gestellt war. So zum Beispiel diese alten Wagers zwischen KSI und Road to Show um Pelé und so. Und guck mal,
zu der Zeit waren die halt so die größten oder sind immer noch die größten FIFA-YouTuber, die es gibt. Und die haben halt einfach Accounts gestellt bekommen mit 40 Millionen, 50 Millionen Coins oder sowas. Es gab ja nicht mal Price Ranges, man konnte sich Coins kaufen wie sonst irgendwas. Ne? Und dann hat ein KSI da zum Beispiel rumgeheult, weil er ein Pelé discarden musste oder ein Road to Shore, weil er ein Robben Team of the Season abgeben musste. So, und es hat ihn nicht gejuckt, Mann. Das ist genau das gleiche wie zum Beispiel jetzt No Front. Ein FIFA Gaming sich dafür feiert, eine Ikone auf dem PC-Account zu ziehen. So, der wird die niemals spielen. Das ist nicht sein Account, das juckt ihn nicht. Genau deshalb mache ich auch zum Beispiel keine Pack-Openings mehr von anderen Weekend League Rewards. So. Klar wäre es cool, ein paar Top 100 Rewards zu zeigen, aber was jucken mich die Rewards von einem anderen? Jetzt mal so ganz trocken gesagt. So. Was muss ich mich freuen, wenn einer ein, weiß ich nicht, ein 94er Suarez in Rot zieht? Das ist ja nicht mein eigener, das juckt mich ein Scheiß, Alter. So, wisst ihr? Und das fand ich damals so bei Road to Shore, KSI und so. Die haben halt so alles richtig übertrieben und im Endeffekt war es halt einfach nur krass Business, was die gemacht haben. Ich bin ein absoluter Serienjunkie und momentan gucke ich vor allem The Walking Dead, Breaking Bad habe ich letztens durchgeguckt, Lost fehlt mir noch eine Staffel und jetzt fange ich demnächst mit House of Cards an, genau. Ah ja, und Game of Thrones, nicht zu vergessen. Fakt Nummer 15, ich habe eine absolute Postersucht, man kann es schon im Hintergrund sehen. Oh ja, und es ist noch schlimmer geworden, Bei Poster, mein ganzes Zimmer ist voller Poster und ja, ich habe eine absolute Postersucht. Fakt Nummer 16, vielleicht, wenn man es mir nicht ganz so ansieht, war ich früher richtig, richtig, richtig extremst dünn. Ich sah sehr abgemagert aus, das Ganze hat sich dann so circa in der 4. oder 5. Klasse geändert. Weil ich da einen Unfall hatte mit einem City-Roller, bin ich gegen so einen Poller gefahren und musste 4,5 Wochen im Krankenhaus, glaube ich, liegen. Ich bin halt irgendwann ein fauler Bastard geworden, so. Keine Ahnung. Das ist halt so, weiß ich nicht. Also ich war, wie lange war ich dick? Lass es 2-3 Jahre gewesen sein. Und in der Zeit habe ich einfach gesagt, ja, ich bin dick, ich kann das eh nicht ändern, so. Ich bin jetzt eh fett. Dümmste Einstellung, die es gibt, Mann. Teilweise, glaube ich. Weil davor war ich halt immer ein kleiner dünner Lauch, so wie ich jetzt bin, und konnte essen, was ich wollte, und bin nicht dick geworden. Und dann habe ich halt, ich konnte, glaube ich, insgesamt sogar 8 Wochen keinen Sport machen und habe nur rumgelegen, weil ich halt so innere Blutung im Bauch hatte. Das war halt nicht so geil. Da war ich halt irgendwie 11 oder 12. Und dann habe ich einfach so 3 Jahre lang so vor mich hin akzeptiert, dass ich fett bin. So, ich wollte nicht fett sein, aber ich habe mir gedacht, ja, ich bin fett, was soll ich tun? Behindert, Alter. Wir waren sogar 2 Wochen von in den Sommerferien. Nee, Quatsch, so lange habe ich gar nicht. Ich meine, ich habe 2 Wochen im Krankenhaus gelegen, aber durfte irgendwie 4 oder 5 Wochen keinen Sport machen. Und ja, aber dann lass es 4 oder 5 Wochen sein. Und dann hat sich das so eingetrottet, weißt du? Richtig dumm, Mann. Und habe mich mit Chips und Co. richtig gut angefreundet und bin seitdem davon nicht weggekommen. Das Ganze soll sich aber dieses Jahr ändern und nein. Hat sich sogar tatsächlich dann dieses Jahr geändert. Na. Ja. Ey, das hat geklappt, Mann. Ich habe im August 2015 angefangen, wieder Sport zu machen. Ja. Ja, ja, ja. In mein genaues Gewicht werde ich, glaube ich, nicht preisgeben. Fakt Nummer 6. Ich habe damals, ich war 1,73 groß und habe zu meinen Höchstzeiten so 79, 80 Kilo gewogen, Mann. Ich war schon ein fettes Stück Scheiße. Jetzt wiege ich momentan 60, 61. Ich habe aber auch mal 57 gewogen, aber das war mir dann ein bisschen zu dünn. So, keine Ahnung, da war ich ja wirklich nur Haut und Knochen. So, Mitte 2016 habe ich so 57 Kilo, so 57 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich 60, 61. Fakt Nummer 17 ist es schon. Ich war früher... Jetzt will ich aber momentan ein bisschen trainieren, einfach ein bisschen definieren. Im Vereinsfußball aktiv. bei einem Verein bei uns hier in der Nähe. Mittlerweile bin ich es nicht mehr, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich immer noch ein anständiger Torwart bin. Das andere, na, so auf dem... Ja, auf kleinen Toren, Mann. Für große Tore bin ich halt zu scheiße. Ich bin ehrlich kein schlechter Torwart. Aber für große Tore, Mann, viel zu klein. Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, dass ich trotz meiner kleinen... Kennt noch jemand Piesinger? Ja, Mann. FIFA 15 Karrierelegende. Also, das ist übermenschliches, aber im Tor bin ich, denke ich mal, nicht voll die Lusche. Fakt Nummer 18. Ein Fakt, der mir, ja, sehr... Ich hatte immer krasse Ausdauer. Auch als ich fett war, ich hatte immer heftige Ausdauer, Alter. Ich hatte immer richtig heftige Ausdauer, warum auch immer. Mich sehr gefällt, wenn ich so über mich nachdenke. Und zwar habe ich eine ziemlich gute Menschenkenntnis. Ich kann sehr gut erkennen, ja, wenn jemand vor mir steht, der mir irgendwas vorgaukelt. Das ist wirklich übertrieben, ne? Also, das ist...
Das ist wirklich übertrieben teilweise. Also, da muss ich mich selbst loben, ne? Normalerweise weiß ich so nach 5, 6 Minuten mit dem, was da vor mir steht, schon sehr genau anzufangen, ob das was ist oder nicht. Der, keine Ahnung, so in Nebensätzen, so in den Nebensätzen immer so ein paar, ne, ihr wisst das, so ein paar Sticheleien raushaut oder Ja. sich immer so gegenseitig mit mir hochpushen möchte, das kriege ich sehr gut mit und würde daher sagen, dass ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe, was manchmal gut sein kann, was aber auch manchmal schlecht sein kann, weil man sich dann in Gesprächen so ein bisschen zu viel Gedanken darüber macht, wo andere einfach nur zuhören. Von daher würde ich sagen, dass ich Menschen sehr gut einschätzen kann. Aber irgendwas mit Psychologe oder so möchte ich definitiv nicht später werden. Fakt Nummer 19 ist, ich bin sehr offen und stehe dazu, wie ich bin. Ich kann Witze über mich selber machen, ich kann Witze über mich ertragen, bin. Ja, Mann, Alter, das ist, finde ich, so die wichtigste Eigenschaft, die es gibt, ne? Ich lache ja auch über alles und jeden, aber dann ist es auch wichtig, über sich selber zu lachen, Mann. So, man muss niemanden beleidigen, aber ich kann mich selber auch so. So, guckt euch meine Videos an. So, ich mache mich eigentlich 24/7 über mich selbst lustig. Ich weiß, dass ich ein räudiger Scheißverlierer bin. Und wenn ich dann verliere und so richtig salty werde und mir es einen Tag später angucke, dann lache ich mich selber aus. Denke ich mal, ja, sehr offen, was das angeht. Ich kann eigentlich mit jedem, es sei denn, irgendwer fuckt mich so richtig ab. Das kann natürlich auch mal vorkommen. Aber eigentlich ist es so, dass ich ja nicht so viele Menschen habe, die ich hasse oder so, weil ich einfach sehr offen bin und auf die Menschen auch zugehe. Das kann aber manchmal natürlich auch auf eine gewisse Kontroversität zurückführen, dass manche Menschen mich auch gar nicht abkönnen. Ich glaube, man kann über mich nicht wirklich so eine neutrale Meinung haben. Nee, Entweder man. nee, nee. Das war bei mir schon immer so. Also ich war nie so ein. So, ihr kennt doch bestimmt auf der Schule diese Leute, die einfach nur so da sind. So, wisst ihr? Die man so nicht so wirklich wahrnimmt, weil die so neutral sind. Zu mir hatte man immer eine Meinung, keine Ahnung, weil ich halt einfach so bin, wie ich bin. Weil ich aber auch zu jedem Scheiß meine Meinung sag, so. Mag mich oder man hasst mich übertrieben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Fakt Nummer 20. Ich wohne in Herne, was als ja mit das größte Kaff in NRW oder Deutschland gilt. Ja, Ich muss Mann. aber ganz ehrlich sagen, ich mag es hier und würde derzeit eigentlich ungern hier wegziehen. Da, keine Ahnung, ich bin hier groß geworden und möchte eigentlich erstmal hier bleiben, denn irgendwie gefällt es mir. So Leute, das war's auch jetzt schon mit den 20 Fakten über mich oder 20 Facts about me. Keine Ahnung, wenn man hier noch einen englischen Titel reinklatschen möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Handbewegung war gerade extremst komisch. Ist aber auch egal. Ihr könnt ja mal irgendwelche. Ah, das ist cool. Man muss mir mal angucken. Aber nicht jetzt.